Moin Moin und herzlich willkommen mal wieder zu meinem Haus, Frauen-Vlog. Heute puzzeln wir wieder eine Runde weiter. Gucken, ob wir wieder die Nerven bewahren und das so hinkriegen, wie wir wollen. Das funzt doch ganz gut mit dem Mikrofon auf dem Boden. So. Musik. Und los geht's. Oder auch nicht. Eigentlich wollte ich oben ein bisschen weitermachen. Nicht ändern. Ja, oben. Ich denke, das ist dann was fast los. Es geht nicht ganz runter bis zur Schrift.
Wundervoll. So runter. Häuschen. Dass es so glänzt. Sieht man das nicht so gut? Thank you.
ist optimal. Du glänzt. Aha, ich habe das Puzzle jetzt vorgestellt, dann wird's besser. Das ist natürlich ultra schlau, die Idee hätte ich ja von vorher oder gestern haben können. Na dann. Moin Tobi. Moin Liebhaber. Ich habe Leibhaber richtig gelesen. Moin Jung. Oder Mädels. Weiß man nicht. Immer. Nee. Genau. Ich habe hier gerade Serie. Oder auch nicht. Kurz sehen. Tutti? Was geht ab bei dir da unten? Das war ein richtiger Mann. Okay, sorry. Oh, ich hab hier einen Trophäen. Das hab ich gar nicht gesehen. Die ganze Zeit drüber. Sorry. Ja, das weiß man bei manchen nicht so. Nickname-mäßig. Manchmal verbirgt sich da was ganz anderes hinter. Man weiß das gar nicht.
Zu tief. Ich habe das Mikrofon vorher geschwächt. Okay. Ja, ich mache nachher auf jeden Fall noch die Konsole an. Können wir schnacken. Schnacken.
ja vorhin schon was fertig gemacht. Mama sitzt nicht hier, dann kann ich die Finger nicht fallen lassen. Ich dachte, ja, spezielle muss ich kaufen. Nicht irgendwelche.
es Danny aufgibt. Dass sie den ganzen Tag die Hecke schneiden da draußen. Kann doch nicht wahr sein, können die nicht mal ein bisschen Ruhe machen da draußen. Nee, Dennis, sag mal. Auch nicht anzumachen. Button. Danke, Dennis. Was ist hier los? Okay, da muss ich ja erstmal kurz Pause einlegen. Also erstmal. Behind You Horror, danke für dein Raid von 115 und Moinsen, liebe Leute, herzlich willkommen. Ich weiß ja gar nicht, wie soll ich mir das alles vorlesen? Ihr überfordert mich. Also, die Kacke hat. Danke für dein Follow. Danke für dein Follow, Thomas, Crazy, Caro und danke Mia, Mario. Alter, was ist denn hier los? Ich puzzle doch noch. Danke für eure zahlreichen Follows. Wie soll ich die alle vorlesen? Tack, 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 tack. Danke, danke, danke. Ja, mein Chat crasht. Mit Dings Alert kommt gar nicht mehr hinterher. Danke, 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 danke. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist ja unangenehm jetzt. Muss ich mir mal ein bisschen Mühe geben hier beim Puzzeln.
durch und durch den Schmerz. Ein Teil. Ja, danke, Dennis. Alles gut. Wenn ich den nicht hätte. Also danke für eure Follows. Das macht mir ein bisschen Angst, wenn so ein Raid kommt. Nicht, dass wir das nicht schon kennen, aber irgendwie habe ich trotzdem immer wieder Panik. Auch durch die Panik. Nachher auf deinen Channel vorbeischauen. Ich weiß, ich kenne den noch gar nicht. Ja, ist ein Meteor. Fischomano. Wie Palmer. Das ist eine lange Geschichte mit Dennis. Das ist ja mal eine Telefonnummer. Dennis darf das. Also, ich muss nochmal schauen. Da muss ich nochmal bei Behind You Horror vorbeischauen, auf jeden Fall. Also vielen, vielen lieben Dank. Yes, I have get some raid. It's not the first time. Aber danke für eure Zahlen, für eure Follows. Irgendwie kommt es gar nicht mehr hinterher. Also ein Alert nach dem anderen. Yes, I have get a host from Van Hinten, for example. Van Hinten hat mich auch schon mal gehostet. Aber es kommt halt drauf an. Nicht viele mögen das unbedingt, was ich mache, ne? Manchen ist das langweilig. Wenn ich einmal drin bin, dann komme ich schnell weg. Spielsucht. Puzzeln. Irgendwas mit dem Puzzeln. Manchmal möchte man das auch einfach aus dem Fenster schmeißen und sich denken, du Arsch, ich will nicht mehr. Aber so lernt man ein bisschen Geduld, die manch einer nicht hat. Vielen, vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Also das wert zu schätzen. Was die ganze Zeit finden wir irgendwann. Thank you.
Oh, ich verstehe es gerade nicht. I have no cat, I have a dog. Oh, sorry. I have a small little dog. But she's so small like a cat. Moin Jule, hallo. Moin Mario. Moin die Kakteen. Hallo Anja. Das Problem ist, dieses Anja, das Puzzle dauert leider schon extrem lange. Ich bin ja schon etliche Stunden dabei, weil das so. Naja, ihr seht es ja selbst, die Teile sind sehr fokussiert. Also am schlimmsten finde ich aber sind diese Teile hier, wo man kaum was drauf erkennt und es so. Die blöde Kamera, fokussier mal bitte. Ja. Ihr seht, das ist, finde ich, schwer. Ja, und danke für eure zahlreichen Follow. Ich zeige euch mal das Bild. Weil Jackie gerade gefragt hatte. So können wir es besser lesen, ne? Ja, ich bin immer sehr vertieft. Achso, ja, ihr seht 1000 Teile, das ist noch harmlos. Ich habe hier noch Puzzle liegen, darauf kommen wir nochmal. Deswegen habe ich dieses große Brett gekauft. Dazu kommen wir noch. Wir haben auch noch Puzzle mit 3000 Teilen, aber ja. Das ist auf jeden Fall viel schwieriger als das, was wir vorher gemacht hatten. Das war wesentlich einfacher, da war ich auch wesentlich schneller fertig als bei diesem. Ja. Da hilft ja auch kein Draufgucken irgendwie, weil ob man da drauf guckt oder in China fällt ein Baum um, das ist das gleiche im Grün. Deswegen puzzeln wir auch nicht jeden Tag, weil sonst würde mich das, glaube ich, sehr viel Nerven kosten. Ja, wenn ich drin bin, dann bin ich drin. Aber sowas von. Oh,
Heute läuft es ja wenigstens mal ein bisschen besser. Also für diese, so als Information für euch, für diesen Schriftzug habe ich allein schon, ich glaube, über, ich habe 10 Stunden, glaube ich, ehrlich gesagt, dran gehangen. 10 Stunden, das kann, glaube ich, manchmal selber nicht. Wie so ein Vollhorst. Ehrlich? Das ist ja witzig, so Jackie, dass gerade das gesehen hat. Ich bestelle die meisten immer im Internet. Narnia, okay, ja, vielleicht sind meine anderen Streams eher was für dich. Also ich mache ja jeden Morgen, also für alle, ich mache jeden Morgen Yoga. Außer am Wochenende, da mache ich mal eine Pause. Und ansonsten mache ich jeden Sonntag einen Kochstream. Aber bitte keine große Küche erwarten. Das ist eher so experimentelle Küche manchmal. Ganz furchtbar. Manchmal schmeckt sogar auch. Aber es ist seltener Fall. Nein, eigentlich nicht. Es geht, es geht. Irgendwie ist das so komisch. Gar keinen Fall. So will ich ja nicht schießen. Das Problem ist immer, wo findet man hier ein Ende, wo ist ein Anfang und wo macht man weiter? Moin Toni! Kommst du denn so vorbei zum Essen? Ja, Jackie, auf jeden Fall. Ach, bei Karstadt. Oh, hat Karstadt nicht schon lange zu? Also jetzt mittlerweile muss dann ja schon ein bisschen her sein, oder? Tschüss, Tor. 87. Viel Spaß noch, schönen Tag. Also, ihr könnt gerne mal auf meinem YouTube-Kanal gucken, da sind die ganzen Kochvideos hochgeladen. Auch verschiedene. Wir haben sogar mal Kondomkochen gemacht, also wir sind da sehr kreativ. Aber manchmal machen wir auch was ganz Normales. Also. Oh, Mario hat's gut, er ist am Strand. Ja, viel Spaß beim Baden. Ja, nice. Wäre ich jetzt auch gerne am Strand. Hier in Lübeck, in Lübeck gibt es noch Karstadt? Okay, das wusste ich nicht, okay. Ich dachte, Karstadt wäre komplett aufgekauft worden. Oh, ja, Nania, ich wünsche auch schöne Grüße nach Hannover. Auf jeden Fall, Hannover ist eine sehr schöne Einkaufsstadt. Auf jeden Fall. Da war ich schon gerne shoppen. Ah, Memory, okay. Ja, ich habe demnächst auch nochmal was ganz anderes. Das mache ich aber nach diesem Desaster-Puzzle, wenn ich damit mal irgendwann fertig werde. Dann kommt noch ein anderes Stream mit was ganz anderem. Überraschung. Ja. Ach, das Hauptgebäude liegt noch, ja. Wir müssen gerade überlegen, wo in Hamburg überhaupt noch ein Gebäude steht, wo Karstadt drin war. Doch, an der Mönckebergstraße, also in der City jetzt, ne? Aber ansonsten, glaube ich, wurde alles abgerissen. Ah, okay, ist Karstadt nicht immer teuer, Nanja? Also, ich wusste das echt nicht, weil die hier halt überall dicht gemacht haben. Die Kinderabteilung. Ja, aus der Nähe von Hamburg, sagen wir es mal so, Randbezirk. Deine Kinder, ja, Wahnsinn.
Und ein kleines Hündchen. Da bin ich mal gespannt, was er für Streams macht. Müssen wir mal gleich gucken auf den Channel. Ja, es gibt ja einige Streamer, die kenne ich nicht. Weil ich ja selbst eine eher selten Zuschauer bin. Und immer schneit so mal ein bisschen. Ich höre das da unten. Auf jeden Fall bin ich gut aus dem Konzept jetzt. Ich muss nochmal neu anfangen, da mich zu sortieren mit den Teilen und auf der Seite. Schwierig, das alles zu sortieren in verschiedenen Farben. Ach, hör auf. Nervs. Puzzle. Also ich bin auch auf zum Puzzle, wenn ich durch Zufall drauf gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach so. Über das Paranormale, okay, interessant. Echt? Nein. Da hätte ich ein Gesprächsthema dann mit ihm. Ihm, ne? Oder? Ihm. Da hätte ich auf jeden Fall was mit zu plaudern. Nicht immer mit. Ich glaube, wir machen mal die ganz hellen Teile. Das könnte hier auch hell werden, ne? Ja, Kautschuk ist halt teuer, ne? Aha, okay. Da muss ich mal nachschauen. Na, ich finde Kautschuk haut schon ein paar Cent mehr drauf. Achso, nee, Jackie hätte ich jetzt als neutralen Namen eingeschätzt, weil weiß man immer nicht, ist es ein Mann oder eine Frau, Mädchen oder Junge. Aber, also wenn ich Kinder hätte, würde ich auch, ich weiß ja nicht, wie ihr das so handhabt, aber hier gibt es zum Beispiel einen super tollen Flohmarkt, wo man ganz tolle Sachen kaufen kann für Kinder, für ganz kleines Geld. Also man muss nicht immer Neues kaufen. Ne? Es sei denn, man hat sowieso genug Kohle, dann ist es sowieso egal, aber würde ich dann so eher machen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
So, links, ja. So. Ja, ich bin 34, genau richtig. Ach. Na ja, was wolltest du denn für einen Link posten? Noch, ja. Man wird schnell alt. Ich kann das irgendwie nicht nachsehen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Narnia, sorry. Aber mir darf nicht jeder Leser einfach so groß dann. Ja, es geht schneller, als man denkt mit dem Alter. Leider. Ich wollte hier noch mal ein bisschen vorankommen, aber dann ist es so nicht. Das Kind hält einen frisch. Ja, das ist. Da fühlt man sich dann noch älter, ne? Als Vater. Wenn der Sohn heranwächst und man merkt irgendwie in so gewissen Situationen, oh Gott. Man wird dann doch älter. Also mit meinen besten Kumpels genau das gleiche. Der eine ist auch Familienvater. Manchmal gucken wir uns an und sagen, ey, Alter, Stefan, wir sind auch nicht mehr die Jungs. Ey, wir werden immer älter. Leider ist es so. Ich finde, ab einem gewissen Alter könnte es aufhören, ne? Mit dem Älterwerden. Ja, wenn es ein Getränk gäbe, wenn man ewig jung bleiben würde, ne? Ich glaube, das würden wir alle nehmen. Oh, vielleicht manche wollen das auch nicht. Das weiß ich nicht. Aber ich würde es auf jeden Fall, ja. Zwischen oder nicht?
Ja, trotzdem habe ich schon mal einiges geschafft. War auch dann sehr unzufriedenstellend. Bis jetzt. Ja, kann ich auf jeden Fall auch verstehen. Bei der heutigen Generation manchmal, ja. Werden die Kinder viel zu schnell erwachsen, meines Erachtens. Dry Apfelwein. Oh, I think yes, they sell it there. Just now it's starting in October of the festival in Batavia. Bavaria. Bavaria ist auch München, ne? Yeah. They started just now, so I think they sell everything there. You should have no problem to get Apfelwein there. Licht, echt weniger Licht. Ach so, aber dann seht ihr nichts. Das kann doch nicht sein, oder? Kommt hier noch einer dazwischen? Das mal einigermaßen gerade. Das kann ich nicht sagen. Nee. Na, Niki? Nee, Jackie, ich habe keine Kinder. Ich wollte noch nie welche. Geschmacks. Was soll ich dazu sagen? Es ist nicht so, dass ich keine Kinder mag, aber für mich selber wollte ich halt noch nie welche haben. Now, Meteor, that's too much. That is 1000. It's not so much. It looks like maybe, but no. It looks like a hole here. Hat. Was ist das? Dann finde ich im Stehen heute mehr Teile, ey. Kann man nicht die ganze Zeit stehen. Bin ich höchst unfair. Machen da gleich nochmal weiter.
Siehst du, ich finde einen Teil nach dem anderen, wenn ich stimme. Holy no, this is not so much. No. I have 3000 here lying to. Nee, Jackie, eigentlich bin ich glücklicher Single. Als wenn dein Oma puzzelt, Niki. Also ich kann mich zumindest nicht beschweren. Im Moment geht es mir eigentlich wunderprächtig. Herrlich. Auch ohne Partner. Aber es ist natürlich immer schön, wenn man einen hat, ne? Wollen wir ja nicht sagen. Dass man nicht auch gerne einen hätte, vielleicht. Aber irgendwann kommt's. Dann ist der Passende da. Man weiß nie, wann der kommt. Und tut die Schnarre schon da. Ha, noch eins. Eigentlich habe ich das Puzzle nicht hier aufgebaut, um die ganze Zeit dabei zu stehen, ne? Wie schon erwähnt. Aber irgendwie funktioniert das hier besser mit dem Stehen. Oh, das tut mir leid, Jackie. Ja, es kann leider so laufen, ne? Es ist schade, wenn dann ein Kind dabei ist und. Tschüss, Mia. Schönen Tag wünsche ich dir noch. Ja, das ist natürlich nicht schön. Das verstehe ich, das ist natürlich ärgerlich. Man kann nur hoffen, dass das Kind, ich sag mal so, nicht das Leidtragende ist an der Geschichte, obwohl es sowieso natürlich nicht schön ist es fürs Kind, aber ich finde, schlimmer ist es, wenn man in der Beziehung bleibt und beide Elternteile nicht glücklich sind und das Kind das dann eigentlich irgendwann sowieso mitbekommt. Dann lieber gleich einen Schlussstrich ziehen. Wenn es einfach nicht mehr passt, dann kann man leider nichts dagegen tun, ne? Das ist das Leben. Haha, das Leben ist kein Ponyhof, kennen wir doch. Leider ist das manchmal so. Ich will mal eine Verbindung jetzt da oben kriegen, langsam. Das gibt's noch nicht.
schwulen Mensch. Da bin ich nicht nur zu alt, sondern auch nicht passend. Na, Niki? Niki, ich dachte, läuft eigentlich gut mit deinem Freund, oder nicht? Hm? Hast schon lange nicht mehr von erzählt. Na, hattest du was erzählt? Nee, glaube ich nicht. Gefunden. Ja, das ist ehrlich, Jenny. 50? Wir steuern drauf zu, ne? Ich war mir jetzt gerade nicht sicher, Niki. Deswegen hatte ich nochmal so nachgefragt. Okay, alles klar. Ja gut, aber so wie ich dich kenne, scheust du ja nicht, einen neuen kennenzulernen, oder? War mir nicht so sicher, Mensch. Alzheimer lässt grüßen. Mal wieder. Keine Ahnung, was ich hier, wenn ich hier mal einen bisschen Anschluss finde. Das habe ich. Ja, aber dann, Jackie, musst du auch mal dranbleiben mit Sport, ne? Ich denke mir auch jedes Mal, was zur Hölle, oh, warum Yoga am Morgen und ich habe keinen Bock und so, aber trotzdem raufe ich mich auf und danach geht es mir eigentlich echt gut. Und man muss am Ball bleiben einfach. Was ist das? Ich habe auch keinen Bock auf Sport, absolut nicht. Sport ist Mord, aber irgendwo muss man sich fit halten und irgendwo geht es einem dann aber auch wirklich besser. Niki trollt ganz gerne. Niki ist ein Typ. Deswegen sei er es. Er hat einen Freund gehabt. Und außerdem muss man ja nicht unbedingt Kraftsport machen. Man kann auch so wie ich entspannt Yoga machen. Und ist trotzdem fitter dann. Guck dir Madonna an. Alter, wie die gelenkig ist und Yoga macht. Alter, das, da kann man nur den Hut vor abziehen. Da habe ich allerhöchsten Respekt, wie die das macht in ihrem Alter noch. Das ist echt wirklich sehr heftig.
Passt das jetzt oder nicht? Aber dann muss das doch hier oben passen langsam mal, oder nicht? Passt das jetzt so oder was? Oh, endlich! Mein Gott! Wurde ja mal Zeit jetzt hier, ne? Viel Spaß noch, Niki. Ja, Meditation ist aber ist natürlich gut, aber ist nicht sportlich förderlich, ne? Tatsächlich. Ja, vielleicht finden wir dann dafür die Teile noch. Nein, einfach nein. Was denn jetzt nun die leider nicht, Jackie? Naja, vielleicht bist du ja das nächste Mal dabei. Unter der Woche ist es immer recht früh, da fangen wir um 9 Uhr an. Morgen zum Beispiel habe ich keine Zeit zum Yoga machen. Oder vielleicht, das wird eher so ein Spontan-Ding, wenn. Aber unter der Woche ist es immer um 9 Uhr, fange ich an. Oder vorher. Meistens so um die Zeit auf jeden Fall. Mal ein Stück noch gehen jetzt, ne?
Wie bist du? Ah, komisch, das zeige ich mir der Bot gar nicht an. Aber danke auf jeden Fall, ja, für das Abo. Ich kann dir ja nur empfehlen. Also viele belächeln Yoga immer, weil sie immer sagen so, ah, ist ja kein richtiger Sport und so. Aber wenn sie dann mal ein, zwei Übungen machen, merken sie schon, oh, ist ja doch anstrengend. Jackie, ey. Ja. Könnte ich tun, rein theoretisch. Das reicht schon davor heute Abend. Ich hab schon keinen Bock mehr. Ja, nur im Stehen habe ich heute einen Lauf. Ey. Ich kann doch nicht die ganze Zeit stehen, Mensch. Du machst mich fertig hier, ey. Irgendwie will man doch aufhören. Absolut grausam. Yoga von Senja, ja, da musst du mal ausprobieren.
Ja, erkunden und so, das ist auch meins. Games-mäßig. Also, ich kann es dir, wie gesagt, ans Herz legen. Für die Gesundheit. Die Vitalität. Mal eine Runde Yoga zu machen. Warum nicht? Man bricht sich dabei ja keinen ab. Guck mal, jetzt bin ich hier wieder andauernd. Wenn ich Teile, ey, das gibt's doch nicht. Falschen Ecken unterwegs. Das gibt's doch nicht. Schon das wollte ich noch nicht. Ich versehentlich gedrückt. Entschuldigung, ja. Ja, das ist Jackie. Die meisten gucken immer erst nur so und viele sabbeln nicht. Beim Yoga ist es auch manchmal ganz komisch. Manchmal habe ich über 30 Zuschauer, dann war ja auch nur 5, also oder nur 2. Das ist echt sehr, sehr unterschiedlich und sehr merkwürdig manchmal. Ja, nein, doch. Ja, doch, nein. Nein, doch. Muss doch da oben irgendwo passen. Ja, danke. Muss sie immer mal. Ich finde auch irgendwie immer noch ein Teil. Alles ein bisschen wegräumen, sonst vielleicht gar keinen Überblick mehr. Siehst du?
Hund, mein Hund putzt sich hier ein zurecht nach dem anderen. Das ist sehr schön. Vielen Dank auch dafür, dass du mir das so wundervoll duften machst den ganzen Tag, Tobi. Das finde ich doch herrlich. Ein Traum ist das. Gar nicht, das gibt's doch gar nicht. Ja, das mache ich auch. Also ich spiele auch, worauf ich Lust habe dann, ne? Aber ich bin im Moment voll hängen geblieben auf Plants vs. Zombies und ich warte am besten noch auf den dritten Teil. Ich mag dieses Halbwetter auch nicht. Meteor. No thanks. Wieder ein. Dann wieder ein. Ja, das ist. Manches Spiel tut es einem an, manches nicht so. Jetzt ja mal passen können jetzt. Du willst raus, jetzt tut ihn. Ach, übertreib doch nicht die Lage. Also, inkontinente Oma. Mal eben kurz die Tür aufmachen, aber ich hoffe, ich komme jetzt nicht gegen das Mikrofon. Hast du gerade den Sand auch mit reingebracht? Wohin meine ich? So, aber jetzt haben wir gerade einen Lauf, ne? Was? Schnee schon? Oha. Dead Space kenne ich gar nicht. Habe ich noch gar nicht von gehört, okay. Interessant, schaue ich mir da mal rein. Ach, ich mag das überhaupt nicht. Vor allem bei uns ist hier im Norden ja immer so schön schwül. Ist super ekelhaft, das geht immer aus Gemüt. Ich mag das überhaupt nicht. Davon werde ich nur schläfrig und matschig und kannst mich in der Tonne treten halt, ne? Weiß nicht, also ich mag gerne Horror Games, aber allerdings bin ich nicht so der Typ, der sich erschreckt. Weil irgendwann nach einer gewissen Zeit habe ich mich so dran gewöhnt. Ich bin eigentlich sehr schockiert. Soll ich das erklären? Weil ich habe auch Resident Evil auf VR gezockt und viele so, ja, wie kannst du dich denn dabei nicht erschrecken und so? Ah, irgendwann, weiß ich nicht, wenn du es ein paar Runden zockst und dann auf VR, erst ist es natürlich krass, aber dann nach einer Zeit ich gewöhne mich schneller und sowas. Bin da nicht so. Ich fake das ja auch nicht, dass ich dann irgendwie, oh ja, ich hab voll Angst. Allerdings, wenn ich einen Horrorfilm abends alleine gucken würde, das wäre was anderes, glaube ich. Eindeutig zu. Willst du auf die Couch, Tutti, oder was ist da los? Mäuschen?
doch echt nicht wahr sein. Natürlich schubberst du hier am Teppich. Ich weiß nicht, Resident Evil war das 7? Oh, tut dir das Mikrofon. Naja, also ich muss sagen, also es ist schon der Nachteil, wenn man die Terrassentür offen lässt, auf jeden Fall, wenn dann der Hubschrauber fliegen. Also per VR ist das schon mal eine ganz andere Geschichte, ne? Muss man schon sagen. Also das ist schon mal eine Nummer krasser, als wenn man das ohne VR spielt, finde ich. Da. Nein. Was denn jetzt nun? Warum passt denn das nicht? Ich denke jetzt mal, dass das ist, ne? Ja, ich weiß nicht, Geschmackssache. Alles Geschmackssache liegt im Auge des Betrachters. Und Gott sei Dank sind wir alle unterschiedlich, weil sonst wäre das Leben ja langweilig. Ne? Das muss doch irgendwo passen jetzt. Komm, Platz hat doch nicht. Wäre das so super gewesen. Das sieht so aus, als würde das hier passen. Und es passt trotzdem nicht. Tür zu machen, so dass wir so laut. Du bist überhaupt nicht im Weg. Wieder irgendwelche Nachbarn anfangen zu sprechen im Garten. Baustelle hat ja heute Gott sei Dank Ruhe, Feierabend. Heute haben wir mal Ruhe auf dem Freitag. Unfassbar, was da für Lärm war die ganze Woche. Jackie, dann wünsche ich dir noch viel Spaß, mal deinen Sohn abzuholen und noch einen schönen Freitag, den 13. und kein Pech. Toi, toi, toi. Wir haben kein Pech am Freitag, den 13. Das war noch nie ein Pech, Gott sei Dank für mich.
Ja. Bis dann. Schon zu spät gewesen. Ja, sehr schön. Endlich haben wir die Verbindung. Kurz den Song gleich wechseln. Weil der ist nämlich gleich hier zu Ende. Ja, schon soweit. Wir machen auch nicht mehr lang. Das sag ich zwar jedes Mal, aber gut. Ich bin gerade im Rausch des Puzzles. Was haben wir denn hier Schönes? Gestern gute Musik. Die war das, glaube ich, ne? Ich verstehe nicht, wie man in einem Video 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 Werbung reinknallen kann. Gut, okay, auf 2 Stunden, ich weiß nicht. Das ist trotzdem krass. Viel.
passen. Nein, das ist natürlich nicht. Mal passen können. Ne? Passt der auch. Jetzt habe ich endlich das Teil gefunden. Das gibt's doch nicht. Moin Schwabe. Ach. Haha.
habe ich einen Lauf. Also heute habe ich schon so einiges fertig gekriegt. Hier, das da und das da. Das sagst du so einfach. Aber wenn die Teile immer so verschwommen aussehen, dann ist es. Die ist noch der Horror, ey. Das ist halt nicht einfach dann, ne? Aber heute finden wir öfters mal ein Teil, was passt, was mir ganz gut schmeckt. Siehst du schon wieder? Manche Tage, das gibt es gar nicht irgendwie, ne? Wie geht's dir so? Alles Roger am Freitag, den 13. Es ist. Ich wusste, dass es so eine Scheiße wird, dieses Puzzle. Ja, das glaube ich. Heute ist ja, weiß nicht, Freitag der 13. Ich würde gerne mal wissen, also ich habe Gott sei Dank nicht so ein Pech, wie es den anderen so ergeht. Aber vielleicht ist es ja auch nur ein Aberglaube. Und wenn man fest daran denkt, dass einem dann erst recht was passiert, vielleicht. Ja. Ich glaube aber bei manchen. Danke, Chiller, für dein Follow. Ich habe für manche. Manche gehen Lotto spielen am Freitag den 13., ne? Sollte ich auch vielleicht mal machen. Dass ich es mal so klappen würde, ne? Haha. Das nicht eben schon mal an? Wahrscheinlich. Besser ist, ne? Das will ich nicht so unbedingt sagen, ne? Sagt man nicht, dass die meisten Unfälle zu Hause passieren? Habe ich mir mal so sagen lassen.
Also eigentlich sagt man das so, ne? Die meisten Unfälle passieren tatsächlich zu Hause. Ich überlege gerade, ob ich schon mal Unfälle zu Hause hatte. Ja, letzte Woche mein blauer Fuß, weil ich ja irgendwo gegengelatscht bin, aber das passiert mir ständig. Das nenne ich schon keinen Unfall mehr, das ist schon ein Standard bei mir. Irgendwo gegenlaufen. Bevorzugt die Hundetreppe, die hier daneben steht. Wegen Tutti. Da laufe ich grundsätzlich gegen. Sagen, gehen wir ein bisschen weg da. Mach das. Gönn dir das Feierabendbier. Ja, bei uns sind es gerade 21 Grad. Ich meckere schon ein bisschen über das Wetter, weil also es liebt die Wärme. Natürlich ist klar, dass irgendwann auch der Winter kommen muss. Das ist logisch. Aber ich mag dieses Dazwischen nicht. Dieses entweder warm oder kalt, ich mag das dazwischen nicht. Das ist auf jeden Fall nervig, das fuck echt. Das ist so, ich werde krank, Wetter. Warum? Wie? Nein. Da. Oder? Nee, das passt auch nicht richtig. Ich kenne viele, die werden krank bei so einem Wetter, ne? Bin auch schon krank gewesen, davon mal abgesehen. Hart belastend. Warum passt es da nicht? Kann nicht sein. Ach, ich weiß auch nicht. Also schwierig zu erklären mit dem Yoga, finde ich. Weil andererseits fühle ich mich gut und so.
Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe einen Arsch wie Jennifer Lopez. Gefühlt aber nur, nicht vom Aussehen her. Aber ich weiß nicht, also es hält mich zwar körperlich fit, aber ich mache keine, also da wo ich die Muskeln spüre, sollte ich denke ich mal auch Muskeln aufbauen, aber ich baue keine auf. Also es funktioniert bei mir nicht mehr so. Das enttäuscht mich ein bisschen. Ja, es kann aber auch in meiner Krankheit liegen, dass das nicht mehr so funktioniert. Ist halt ein bisschen nervig. Man freut sich, dass man jeden Tag was tut und dann möchte man ein bisschen Belohnung dafür auch haben, hin und wieder mal. Das wäre ganz nice. Aber mein Körper sagt, nö, warum auch? Aber wir werden auch so die nächsten Tage mit dem Theraband ein bisschen arbeiten. Mal was anderes machen. Ich bin nicht mehr die Jüngste. Na, danke. Ach, ich weiß nicht. Ich erwarte einfach einen Effekt. So dieses andere. Ich möchte was fühlen. So. Außer ja, dass es mir tagtäglich gut geht. Ich möchte so dieses Wow. Das hatte ich die Anfänge so, klar hatte ich das. Aber jetzt hat das so stark nachgelassen. Ich frage mich eigentlich, wofür ich das überhaupt noch mache. Man sagt immer, Sport ist gut, Sport ist gut, Sport ist gut. Ja, aber man möchte auch was erleben dabei. Dass es sich verändert. Nicht immer nur auf die Stelle treten. Vielleicht kommt das noch, keine Ahnung. Oder ich bin wirklich zu alt. Ich will mich nicht beschweren, also ich meine, meine Figur ist, glaube ich, okay für mein Alter. Kann man sich, glaube ich, nicht. Und eigentlich bin ich auch in Form, also es geht klar. Vielleicht fahre ich da zu viel.
ich will ja, Schwabe, darum geht's nicht. Ich mecke ja für mich selber. Mein anderes Mecker, das juckt mich ehrlich gesagt die Bohnen, das ist ja mein Körper, ich muss mich damit gut fühlen. Also was mir aufgefallen ist, ich habe jetzt mehr Bewegung in der Hüfte auf jeden Fall, weil ich das ja auch drauf trainiere. Und der Orthopäde sagt ja auch immer, ja, tun Sie ein bisschen mehr für Ihre Becken, Boden und so weiter und so fort, weil ich da sehr unbeweglich bin. Das ist auf jeden Fall positiv. Aber ja, ich erwarte einfach ein bisschen mehr. Ich bin ein bisschen frustriert. Immer kommt es wieder, dann. Es macht ja auch Spaß. Es ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie absurd, dass ich das kacke finde oder sowas. Aber ich hätte gern ein bisschen mehr Effekt. Muss ich ehrlich sagen. Oh, ich finde es interessant, wenn Personen mir berichten, dass ich mit Yoga angefangen habe, wo ich es eigentlich überhaupt nicht erwartet hätte. Wo gehörst du hin? Da bin ich dann ein bisschen positiv überrascht. Also wenn ich es zumindest für mich selber machen würde, dann wär ich zu faul, muss ich ganz ehrlich sagen. Also offstream meine ich jetzt. Ich würde mich kaum da irgendwie jeden Tag hinstellen und Übungen machen alleine. Auch wenn ich nicht viele Zuschauer habe, es motiviert mich ja trotzdem. Oder mal mehr, mal weniger habe. Es motiviert mich trotzdem dann die Glotze anzumachen und zu sagen, jetzt mache ich Sport. Alleine würde ich das nicht machen. Da hätte ich überhaupt gar keine Ambitionen. Wenn die mal irgendwo passen hier. Weil ich weiß, was du geschrieben hast. Mein Gott. Ja, okay, mehr Körperspannung ist wahr, aber wahrscheinlich merke ich das auch nicht so, dass das ist wie wenn man es im Sudan, glaube ich, geht, man merkt das irgendwann nicht mehr, wie braun man eigentlich tatsächlich ist. Vielleicht merke ich das auch schon gar nicht mehr, dass ich mehr Fitness dadurch erreicht habe. Ja, ach, die Leggings, manche habe ich auch schon weggeschmissen. Die einfach zu strange waren. So, die erste Furz, du alles voller Haus ab, ne? Wieder raus. Ich finde es unheimlich hier, ne, dass hier alles steht und die Hundetreppe nicht mehr da ist, weil sie eigentlich üblicherweise steht. Aber diesen Kick, den manche verspüren von wegen, ja, ich muss jetzt weitermachen, Sport und sowas, den kann ich immer noch nicht fühlen, also auch nach so vielen Tagen nicht. Nö, absolut nicht.
Manche berichten ja davon, dass es so sei. So, ich muss gleich mal aufhören. Ne? Ich bin schon gar kein Ende. So kurz vor dem Ziel bin. Hier oben zumindest. Ich bin, was das betrifft, echt ungeduldig. Was? Willst du etwa raus, Tutti? Soll ich kommen? Willst du raus? Ich habe noch kein Gebelle gehört. Tutti, willst du raus? Willst du raus, Mäuschen? Ich weiß nicht, ob man ambitionierter ist, wenn man zum Beispiel ins Fitnessstudio geht und man sieht die ganzen Hyopais da auf der Fitnessbank. Nee, du kannst rausgehen. Es gibt nichts zu essen, Trey. Ist gar nicht so zu gucken. Ob man dann irgendwie ambitionierter ist, dass alle irgendwie voll sportlich aussehen und du nicht? Keine Ahnung. Vielleicht ist das so. Manche brauchen vielleicht das so als Kick irgendwie. Die sogenannten Poser und so. Na, Tutti? Ach, nicht alles im Auge, dass es kaputt ist. Tatsächlich. Also ich glaube, ich würde mich alle müssen ein bisschen mehr anstrengen, ja. Das war's dann auch. Manche sagen, dass es zumindest immer so kommt mit diesem Ja und ich bin jetzt voll ambitioniert und der Kick und so beim Sport. Ich weiß nicht, ich fühle das überhaupt null. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit Selbstachtung zu tun. Und Selbstwertgefühl, irgendwie, wenn man morgens in den Spiegel schaut. Ich habe damit ja eigentlich eher weniger Probleme, also ich bin recht zufrieden mit dem, was ich sehe. Insofern, aber viele, die vielleicht nicht so fühlen, brauchen das vielleicht so als Kick. Thank you.
den Rest auch noch schaffen. So kann er nicht klären. Ja, ich weiß nicht, ich brauche schon immer einen Arschtritt. Das ist mit allem so. Ich brauche mal einen Arschtritt. Am besten jemand, der die ganze Zeit hinter mir steht und die Peitsche schwingt. Nicht übertreiben, aber ein bisschen zumindest. Das wäre schon ganz cool. Schon immer bei mir so. Ambitionslos. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Fragt man sich manchmal auch, ne? Also ich zumindest. Um uns mir in den Hintern zu treten. Ja. Und die Frau, ob ich das will, ne? Nicht wahr sein, wir müssen noch immer weiterkommen jetzt hier. So macht man das.
Meine, so viel Teil haben wir jetzt ja da nicht mehr, ne? Ja. Ich will den Rest jetzt noch schaffen, und diese schon. Zu doll, zu dunkel. Auflatschen hier.
Ach du, machst du mir über meinen Füßen? Das ist jetzt von A nach B. Mit einem zu tun. Nee, zu dunkel. Ja, blöd oder viel zu viele Teile auf der einen Seite. Das kann doch nicht sein. Ja, wir haben es gleich. Aber irgendwie. Das will. Doch, da. Nee, doch nicht. Doch. Sicher. Ja, sicher. Yay! Was haben wir noch unten? Was für ein Dilemma. Oh, endlich. So, meine Lieben, aber ich werde jetzt trotzdem auf den Ausknopf drücken und dann auf jeden Fall mal auf dem Kanal vorbeischauen. Tut dir die Faxen dicken. Hätte ich auch auf die Couch gehoben. Ja, ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Freitag, den 13. Nicht so viel ärgern und danke fürs Zuschauen, für die ganzen Follows. Und ja, reingehauen. Bis nächstes Mal. Und ciao.